Hallo und herzlich willkommen. Ich versuche mich gerade hier mit dem Schaman an den vier Reitern. Der Schamane ist einer der Charaktere, die ich eigentlich relativ selten spiele. Deswegen fehlt mir da leider ein bisschen die Erfahrung, fürchte ich. Aber wir schauen mal. Ich habe erstmal jetzt ein Deck zusammengestellt. In der Hoffnung, dass ich was Gutes bekomme. Und mit zweimal verhexen kann ich mich nicht beklagen. Schön wäre jetzt noch etwas, was meine Lebenspunkte ein bisschen schützen würde. Bis ich dann ja in der nächsten Runde Hex spielen kann. Also Verhexung. Weil so wird jetzt das Schwert spielen. Und mir 8 Schaden bereiten. Das ist doch am Anfang relativ bitter. Also auch der Schamane gehört zu den Charakteren, die keine spezifischen Karten haben, die ihm irgendwie wieder heilen. Das ist halt einer der großen Nachteile von ihm. Genauso wie beim Jäger und der Assassin. Und ich persönlich fand es auch überhaupt nicht einfach, mit den beiden zu bestehen. Mit anderen ging es da doch wesentlich besser. Die Problematik ist einfach, dass ja, man kassiert am Anfang extrem viel. Es dauert auch mit dem Schaman relativ lange, bis man irgendwas hat, was ja, bis man was vom Feld nehmen kann. Und zwar so lange, bis man ja dann teilweise schon so weit runter ist mit dem Leben, dass man nicht mehr viel machen kann. Er kann mich eigentlich mit Blutsauger oder Seelenfeuer schon platt machen. Und ich habe jetzt auch nichts wirklich dabei. Gut, auf jeden Fall spiele ich Tote Mischwirren. Ich hätte es auch anders spielen. Nein, ich hätte die Combo auf der Hand, um auch den anderen Diener loszuwerden. Ganz einfach, verrückter Alchemist plus Bitch stark. Ich keine Ahnung, warum ich das nicht gesehen habe. Ich werde es jetzt einfach spielen. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Allerdings muss ich mir darüber im Klaren sein, dass er seine Waffe beispielen kann. Okay. Da habe ich noch was. Und bitte an Nina mit Sport. Leider nicht. Die Geißel wird euch verzehren. Zumindest halte ich noch ein bisschen länger durch. Ja. Lower Tap ist hier die beste Wahl. Kann maximal Seelenfeuer spielen. Das heißt, mein Diener überlebt eine Runde. Ich kann ihn jetzt attackieren und werde jetzt noch zwei Diener mit Spott spielen, einfach um sicherzustellen, dass, wenn er die Waffe zieht, ich nicht direkt attackieren kann. Und dann habe ich ja noch meinen säurehaltigen Schleim. Hat er jetzt... Ah, ich dachte, er hat Verderbnis gespielt. Das ist ja perfekt. Dann haben wir es ja sogar schon. Und... ja, sogar ich als unerfahrener Schamane, Schamanenspieler, ja, konnte ihn damit besiegen. Hätte gedacht, das wäre vielleicht eine längere Angelegenheit.
zeige euch mal mein Deck. Ist bestimmt noch verbesserungswürdig. War sicherlich auch ein bisschen glücklich mit den zwei Verhexungen am Anfang. Ja, ich habe Blitzschlag mit drin. Gut in Kombination mit dem verrückten Alchemisten, wie ihr gesehen habt. Erdschock ist eine Möglichkeit, um einen der Diener zum Schweigen zu bringen. Das ist ganz gut, wenn man zweimal Verhexungen hat. Das würde den Schutz aufheben, aber auf der anderen Seite seine Waffe nicht, nicht verstärken. Frostschutz. In den zwei, drei Malen, wo ich gespielt habe, hat sich das nicht bewährt. Sollte man vielleicht doch irgendwas anderes, was Besseres für nehmen. Waffe des Felsenbeißers finde ich eigentlich ganz gut. Lohnt sich immer. Schildträger gerade am Anfang, um den Helden vor Schaden zu bewahren. Voodoo-Doktor, ja, ein bisschen Heilung, glaube ich, kommt man nicht drum herum. Dann haben wir hier die Wogenspitze, die man aufs Feld packen kann, ohne dass die gleich direkt weggenommen werden. Also Verstohlenheit generell ist eine gute Geschichte. Der Blaukiemenkrieger mit Ansturm, auch dann in Kombination mit der Waffe des Felsenbeißers. Instabiler Ghoul, auch so wie Todesfürsten, das sind Diener mit Spott, die ich eigentlich in fast jedem Deck verwende. Finde ich persönlich relativ gut. Nerubisches Ei kann immer mal sein, dass er das angreift, komischerweise, auch wenn es keinen Sinn macht. Ansonsten auch gut mit dem verrückten Alchemisten. Der säurehaltige Schleim ist, glaube ich, Standard gegen die vier Reiter. Lava-Eruption, sehr starke Karte. Verhexung auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Loatep, sehr gut, wenn man ihn in Runde 5 bringt. Kann er eigentlich nur Seelenfeuer spielen. Haben wir auch eben gerade gesehen, Seelenfeuer konnte er nur spielen. Und er überlebt dann auch bis in die nächste Runde. Er hat Elementar, sehr stark. Er hat auch Schattenwort Tod. Würde hier direkt das Elementar vernichten, aber ansonsten müsste er relativ viel Zauber anwenden. Bei anderen Dienern, die kriegt er doch immer relativ leicht vom Feld. Und ich habe einfach Spaß, weil wir mal einen Söldner der Venture-Kuh mit reingepackt. Bin jetzt noch nicht dazu gekommen zu gucken, ob das Sinn macht oder nicht, aber generell kann ich mir schon ganz gut vorstellen, er hält so, wenn jetzt nicht gerade Schattenwort tot kommt, ein, zwei Zauber aus und hat genug Angriff, um auch direkt einen Diener wegzunehmen. Ja, keine Ahnung, ob Sinn macht oder nicht. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Hoffe, das Video hat euch gefallen und das deckt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos schauen würdet.